Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Eko. Eko. Ja. Zwischen den Folgen wissen wir ja schon, wie weit ich war. Ansonsten, ja, Pech gehabt. Ansonsten Pech gehabt. Jetzt hast du es. Unser Meer leuchtet immer noch. Hast du irgendwie aus meiner Wand was rausgehackt? Aus deiner Wand? Wie soll ich denn aus deiner Wand irgendwas rausnehmen, wenn du das als deins markiert hast? Oh, dann ist das, weil du da was. Mach doch einfach die Tür auf. Guck dir das an. Das war ich auf keinen Fall. Definitiv musst du das gewesen sein, weil ich hatte die Wand durch. Und jetzt ruft natürlich Chrissy an. Ja, ist doch nicht sein Ernst. Doch, warte mal, ich mache euch mal eben auf lautlos. Mach uns mal kurz auf lautlos. Ja, hier leuchtet auch schon alles. Da leuchtet auch noch mehr. Ja, dann muss der Mann mal eben warten. Dann ist das auch so. Es leuchtet alles. Ja, das andere ist alles am Laufen. Das interessiert sowieso nicht mehr. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Das werden die letzten 5 Folgen sein. Also ist mir alles wurscht. Ja, wir haben hier so ein bisschen rundherum gebaut, damit wir mal ein bisschen was loswerden. Wir haben da auch noch ein bisschen mehr drinne. Das Lager oben ist fast voll. Ja. Ich würde sagen, dass. Ja. Das war es dann mal halt. So, der kann da auch noch mal rüber. Dieser kann sich nur mit Kompost totschmeißen. Ich mit Sand und zerkleinerte Schlacke. Keine Ahnung, wohin damit. Keine Ahnung, ja, das andere. Ja, das läuft. Unten ist sehr viel abgebaut. Da hinten liegt noch. Da gar nicht mehr, aber da liegt noch haufenweise Zeug rum. Da liegt auch noch ein bisschen was. Ja, da hinten haben wir dann auch noch ein bisschen was abgebaut, immer wieder zwischen den Folgen, weil das ja wirklich relativ langweilig ist. Ja, da unten liegen noch haufenweise Steine. Woher die auch immer kommen, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Hier unten haben wir jetzt noch ein Lager. An der anderen beiden Lager sind voll. Da ist es bis zur Decke. Ja, hier hinten. Ja, ich meine, das könnte man jetzt noch alles abreißen und hier unten dann auch noch ein bisschen was wegnehmen, aber müssen tut man das jetzt so nicht. Ne? Ja, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen rumspinnen hier, weil ich habe mir noch ein paar Befehle aufgeschrieben. Das wird noch mal lustig. So, da bin ich wieder. Okay, irgendwas rauscht bei dir gerade heftig. Alter, was hast du mit meinem Wasser gemacht? Was rauscht denn bei dir so schlimm? Oder brummt? Hier brummt nichts und rauscht auch nichts. Und jetzt ist es weg. Hä? Das war ja merkwürdig. Ja, ist alles verseucht. Bis am Becken und zurück. Es leuchtet. Hi, wie du guckst, mein erstmal Also das. das So große nächste Be Mal, wenn wir wieder was zusammen machen oder sonstiges, ich warne dich, machst du irgendwas auf meiner Seite, ich schwör's dir, ich jag dich. Ich habe überhaupt nichts gemacht, Mann. Du hast was gemacht, du hast meine ganze Seite hier verseucht. Das ist nicht nur deine Seite, das ist meine Mine da. Schön, aber das nächste Mal machst du deine Mine woanders hin. Ja, wo soll ich die denn hinbauen, wenn die Mine hier direkt unter ist? Ja, keine Ahnung, weiter rein im Dingsen. Ja, nee, ist klar, ich brauche auch das Wasser. Ja, dann müsstest du da ganz, ganz hinten Wasser holen. Und ich hier neben meinem Haus. Nee, vergiss es. Warum soll ich denn immer Umwege rennen? Weil mein Haus da ist. Ja, Und nee, ich ist gesagt habe oder klar. so, das ist meine Ecke hier. Ja, nee, ist klar. Ja, doch, haben wir gesagt, am Anfang. Du nimmst die eine Seite, ich nehme die andere Seite. Da war nie die Rede von Richtig. einer Mine bei mir. Da wussten wir auch nicht, dass der Eisen direkt bei dir unten ist.
Ja, dann hättest du das Eisen bei mir abbauen müssen und bei dir den ganzen Scheiß verarbeiten. Nee. Und was ist denn hier überhaupt alles drinne? Da ist noch normal. Was, wofür sind die ganzen Zahnräder und so? Mama, schlaf gut. Hab dich lieb, schlaf gut und Tür zu machen. Das sind deine Zahnräder für deine Forschung. Du hast gesagt, ich soll die da reinschmeißen. Ich brauch Zahnräder für Forschung? Ja. Du hast auch gesagt, du willst das anstellen, bevor du gehst. Aber hast du anscheinend nicht gemacht. Okay, jetzt sagt er mir oder so, mein Raumwert hat sich verschlechtert. Dein Raumwert? Wahrscheinlich, weil der da nicht zu ist. Wahrscheinlich. Also muss ich... Stein haben. Stein und ein Holz. Ich hole erstmal. Mein ist auch Stein. Ein Panorama-Ausblick hier. Ein Panorama-Ausblick? Ja, ist doch so. Kannst du schon rausgucken. Dein Name ist kaputt. Nein, echt? Ich wollte es ja nur sagen. So. Natürlich ist hier kein Holz und... macht mir hier alles voll. Du hast gesagt, ich soll das in Lager davor reinpacken, wenn da hinten voll ist. Also hör auf, dich zu beschweren. Dafür wird nicht wahr sein. Kommst du rein, beschwert sich nur. Ja, wie würdest du das finden, wenn ich in deine Wohnung kommen würde, beziehungsweise ne, in deinem Garten und dir alles vollstellen würde? Da würdest du mich auch anmeckern. Nee, wenn ich das vorher gesagt habe, dann nicht. Ich wusste ja nicht, dass du so viel raufhaust. Das ist doch nicht viel. Das Lager ist voll. So, jetzt stimmt auch der Raum wieder. Na siehst du. Hauptsache, das stimmt. So, jetzt bauen wir ein bisschen Mist. Wofür brauchte ich das jetzt? Och, mein Mieser. Ja, schon lange her, seitdem ich hier drinne war. Achso, ja. Also, wir brauchen Sim, Bunny, Time, Hui. Brauchte ich jetzt das bei Ingenieur irgendwas? Elektronik? Du fragst mich nicht. Irgendwie sowas. Die Ölbohrung wolltest du als erstes, ne, oder? Ja, aber das brauchen wir eigentlich nicht mehr so. Wirklich. Ja, eigentlich brauchen wir überhaupt nichts. Nö. Na, du kleines Häschen. Kann man... Dein Ernst? Schon wieder? Mal gucken, wie viel da hinkommen. Ui! Schieß sie alle tot. Nicht mich. Die hassen. Hilfe. Ich werde abgeschossen. Ich will gucken, wie viele Hasen die spawnen können. Hui. Ob das Gitter wo voll geht? Die liegen alle auf einen Stab. Die armen Viecher. Es spawnen immer noch welche nach und die kommen. Das erinnert mich irgendwie voll an 101 der Martina. Nur 101 Hase. Die laufen aber immer gleich, ne? Also, wenn wir jetzt Lava in irgendeine Ecke hinmachen, dann haben wir sogar gebrannte Häschen. Mach es ja nicht. Ich glaube, hier gibt es gar keine Lava, oder? Ich habe zumindest, glaube ich, noch keine gesehen.
Eigentlich möchte ich das Ding gerne bis oben im Full haben, sodass hier gar nichts mehr geht. Das wäre lustig. Kann man den nicht mit der Machete tothauen? Leider nicht. Warte. Ich komme hier nicht raus. Ich bin gefangen im Knast. Warte. Was ist der jetzt? Ich glaube, das muss der gewesen sein. Oder ist das der hier? So, meine ersten Pfeile habe ich weg. Ich glaube, das war der. Ich glaube, das müsste der hier sein. Was ist denn, wenn man jetzt sagt, okay... give file 100. Okay. Fürs Abschiedsfest hier. Du bist nicht berechtigt, dies zu tun. Oh, toll. Das sind alles meine Hasen. Ich kann schon mal die Tupenviecher einsammeln. Allerdings bin ich jetzt voll. Warte, ich muss immer wieder raus. Mal, ne? Bei 10 Millionen Hasen? Ja. Schau mal, wo habe ich die denn? 27 Stück sind das hier schon mal. Achso, dann kann ich dir auch den Pfeil geben hier. Warte. Hier und hier. Da liegt neuer Bogen und Pfeile für dich. Lauf da nicht alle durch. Tote Viecher. Da. Ganz viele tote Viecher. Noch mehr tote Viecher. Hui. tote Viecher. Also 67 Stück haben wir jetzt schon mal. So kann man sich das Essen auch sparen. Und schön, dass sie dann immer auf einen Haufen landen. Ja. Das triffst du auf jeden Fall meistens eins. So viele sind es ja nicht mehr. Außer, dass hier 10 Millionen Pfeile liegen. Und dieser Hase, der ist irgendwie festgefroren. Schön, dass sie immer irgendwo ja, in nirgendwo. Irgendwo in nirgendwo. Kommen wir immer nicht hoch. Nein. Stirbt, ihr kleinen Scheißer. Stirbt. Fliegende Pfeile. Der Pfeil hängt oben, der Hase liegt unten. Auch sehr schön. Ich bleib hier am Verstehen. Da liegen auch noch wieder ein paar Hasen. Ach, ja. Mal was gucken, wenn ich da jetzt hingehe, ob ich meine Pfeile wieder einsammeln kann. Ja. Natürlich nicht.
Ja, aber du hast da ja noch zu Pfeile. Ich habe dir ja welche hingelegt und Bogen auch. 9. Kannst also feuchtfröhlich testen hier. Okay. 95 haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob es da bessere Pfeile gibt. Gibt es bessere Pfeile? Weiß ich gar nicht. Also einen besseren Bogen gibt es ja auch. Irgendwie so Steinpfeile oder sowas. Oder Eisenpfeile. So wie bei Minecraft. Einmal schießen alle tot. Das wäre am besten. Leider nicht mitschießen. Ich kann alle Hüsen probieren, mit einem Hammer oder Axt darauf umzuhauen. Ja. Oder wenn die hier alle in der Ecke sitzen, einfach die Steine darunter wegkloppen. Da sitzen die alle im Loch drin. Das macht ja dann nicht mehr so viel Spaß. Ja, das ist ja nicht mehr Zielübung. Ja, ja, ja. Will ich noch ein Häschen? Jetzt laufen sie wieder alle durcheinander. Man muss wirklich auf Ecken schießen, dann würde das vielleicht noch gehen. Genau, lauf da alles schön. Mittendurch. Richtig schön. Soll ich einfach mal Kill machen oder Die, damit die alle sterben? Pfeile. Pfeile? Na, hab ich welche. Oh, sorry. So weit nach hinten wollte ich gar nicht. Pfeile. Bob. Oh. Lass mal eben meine Hand ausruhen. Ich habe gesagt, ich kann ja einfach alle sterben lassen. Ja, alles gut. Ja. Warum? Ja, jetzt geht's. Okay. Das hing bloß gerade fest. Es hing bloß. Also mit der 30 Stück. Nice. Hui. Warte, ich räume wieder die Ecke auf. Hast du es gleich geschafft? Gleich ist es soweit. Gleich sind wir fertig. Schön, dass er dann erst wieder losläuft und denn der stirbt. Ich bin so hungrig, um mal zu arbeiten. Ja. Reiche, denke ich auch. Ich ernähre mich gerade richtig scheiße. Und Fleisch. Ja, 150 hast du fast. Oh, das sind doch keine 50 mehr. Kann mir doch keiner erzählen. Hier bin ich. Lauf schnell weg, Häschen.
Menschenskinder. Hm. Ja, dann würde ich sagen, sind wir wieder mal durch. Eine Folge geschafft. Yay! Na komm, die letzten Häschen kriege ich auch noch hin. Gut, dann haben wir noch ein bisschen was, haben wir noch auf meiner Befehlsliste, was wir noch ausprobieren können. Was wir noch so, ich habe keine Pfeile mehr. Boah, das wird ja wohl auch reichen. Die Reste sind... laufen da jetzt nur noch 4 Stück? Ja, 2, 4, 5. Ja. 5 Stück. Okay, Leute, das war's dann für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.